man aus dieser Lage den Ball hochspielen? Wie heißt es so schön neudeutsch? Yes, we can. Was brauchen wir dafür? Natürlich Loft. Aber in der Lage empfiehlt es sich nicht, die Schlagfläche zu öffnen. Weil durch das Öffnen der Schlagfläche würde die hintere Kante näher zum Boden kommen, der Bounce. Der Schläger ist hinten rund und würde vom Boden abprallen. Also öffnen wir die Schlagfläche kaum merklich. Diesmal erreichen wir die Schlagflächenstellung eher dadurch, dass wir das linke Handgelenk wieder handrückenwärts beugen. Durch diese dorsale Handgelenkstellung haben wir genügend Loft. Jetzt brauchen wir nur noch den steilen Eintreffwinkel. Der Schläger muss von oben nach unten in den Ball sausen und quasi genügend Druck aufbauen, damit der Schläger nicht vom Boden abprallt. Also winkeln wir die Hände frühzeitig im Schwung, heben die Arme, sodass der Schläger nach außen oben steil hochschwingt und so auch wieder runtergezogen wird. Das linke Handgelenk bleibt dabei in dieser dorsalen Position. Auf und nieder mit dorsalem Handgelenk, damit der Ball nach oben kann. Leicht öffne die Schlagfläche, leicht offener Stand, kurz gefasster Schläger, frühes Winkeln und Heben bei dorsalem Handgelenk. Dann den Schläger runterziehen. Wie Sie sehen, kann der Ball sehr schnell stoppen, auch aus dieser harten Lage. Das kann sogar richtig Spaß machen, wenn man mit Kraft von oben nach unten den Schläger in den Boden zieht. Aber das sollte man natürlich nicht auf der Runde das erste Mal probieren. Suchen Sie sich eine Stelle, wo noch Gras ist, schlagen Sie ein paar Divots raus und versuchen Sie dann aus diesem Divot den Ball erstmal in die Luft zu bringen. Nach einiger Zeit können Sie dann auch versuchen, bestimmte Distanzen genau anzuspielen. Und ich bin sicher, wenn Sie es ein wenig geübt haben, wird Ihnen auch dieser schwierige Schlag auf der Runde, zumindest dann, wenn Sie ihn brauchen, gelingen. Viel Spaß dabei!